Wir haben den Ball teilweise sehr gut laufen lassen, haben die Pflicht erledigt mit 3 Punkten. Natürlich, so ein drittes, viertes Tor, das hätte schon nochmal gut getan und ich glaube, das war auch drin mit den Chancen, aber im Grunde war es okay. Wir müssen aber noch schauen, dass wir noch die einen oder anderen Fehler, die wir machen, abstellen. Wichtig waren die 3 Punkte, das ist uns gelungen heute, damit können wir zufrieden sein. Aber wenn man die Torchance betrachtet, wenn man die Spielsituation sieht, die Möglichkeit, die wir hatten, dann hätte es auch definitiv noch höher ausfallen können. Ja. Ich meine, wir sind Weltmeister, klar, aber das ist jetzt auch vorbei. Jetzt sind wir die Gejagten und wir wollen zur EM unbedingt. Und da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Und deswegen müssen wir mal selbstkritisch sein. Heute war ein gutes Spiel, vorhin in der ersten Halbzeit. Aber es ist noch lange nicht zu Ende der Weg. Wir waren von Anfang an top seriös eingestellt. Wir wussten, worauf es ankommt. Ja, wir hängen ein bisschen hinterher. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass wir auf jeden Fall punkten. Und das war ein guter Schritt. Aber wir wollen uns natürlich in den kommenden Monaten auch als Mannschaft immer weiter verbessern. Das ist ja auch den Verhältnissen geschuldet. Die Fans hier waren ja völlig euphorisch und ja, passiert. Also, am hinten raus ist es mir ein bisschen zu oft passiert, aber die waren ja gut drauf, die Jungs. Ich meine, wir können es nicht beeinflussen. Das ist klar. Klar ist man ein bisschen überrascht dann. In dem Stadion ist schon aufgefallen, dass dort keine Zäune vorhanden waren und sie einfach von der Mauer dann runterspringen konnten und dann direkt quasi auf dem Spielfeld waren. Ist natürlich ärgerlich, wenn das Spiel immer unterbrochen wird. Man kann das nicht immer ganz behindern, man kann da auch keinen Vorwurf machen. Wenn da Leute über die Absperrung gehen, obwohl es ja keine Absperrung gab, kann man da wenig machen. In der Regel passiert da nichts, aber manchmal, wir hatten das glaube ich auch mal mit Bayern München, mit Frank Ribéry in Hamburg, da kann es auch mal vielleicht anders ausgehen.